Herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar Autarke Energielösungen der Erdgas Südwest. Wir möchten uns in der nächsten halben Stunde, Stunde Zeit nehmen, Ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten Sie zu Hause haben, Strom zu erzeugen, den zu verbrauchen und sinnvoll in die Autarkie einzusteigen. Vorab möchte ich gerne ein paar organisatorische Dinge erläutern. Sie haben die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen stellen möchten, dann nutzen Sie dafür bitte den Chat. Den können Sie aktivieren, indem Sie die Sprechblase anklicken und dann Ihre Frage reinschreiben. Im Hintergrund wird der Kollege die Fragen zusammentragen und die gleichen Fragen oder die am meisten gestellten Fragen werden wir am Ende des Live-Webinars dann für Sie beantworten. Ansonsten wird das Webinar noch aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, entsprechendes nachzuschauen und entsprechend auch zu versenden und mit Freunden und Verwandten zu teilen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Timo Meppiel. Ich arbeite bei der Kundenberatung bei der Erdgas Südwest. Bin dort seit ungefähr 2 Jahren tätig. Das Thema Brennstoffzellenheizung begleitet mich allerdings schon länger, schon seit 2013. Damals im Mutterkonzern der NBW AG hat man mehrere hundert Anlagen getestet und da war ich in der technischen Betreuung mit dabei. Wie Sie sehen, bin ich nicht alleine heute da, sondern geschützt durch eine Wand ist auch noch mein Kollege Hakan Bilen da. Hakan, wenn du dich kurz vorstellen möchtest. Genau, vielen Dank, Timo. Mein Name ist Hakan Bielen. Ich bin Kundenberater bei der Erdgas Südwest im Bereich Nordbaden für Brennstoffzellenheizungen und PV-Anlagen. Mein Fokus in der Kundenberatung ist neben den technischen Aspekten auch insbesondere die wirtschaftlichen Aspekte. Bevor wir jetzt gleich tiefer in das Thema bzw. in die Präsentation einsteigen, möchten wir noch gerne kurz ein, zwei Sätze über die Firma Erdgas Südwest erzählen. Die Erdgas Südwest gibt es seit 2004 und die Gesellschafter dabei sind die NBW AG und die OEW. Wir haben unseren Hauptsitz in Ettlingen, wir haben auch andere Standorte in Oberschwaben als auch in Rheinland-Pfalz. Derzeit haben wir ca. 162 Mitarbeiter. Was bietet die Erdgas Südwest an Leistungen an? Das ist zum einen die Energieberatung, das heißt, wir beraten und entwickeln optimale Energiekonzepte für Haushalte als auch für Unternehmen. Des Weiteren sind wir Gas- und Stromversorger, das heißt, Haushalte als auch Unternehmen können Gas und Strom von der Erdgas Südwest beziehen. Ein weiterer wichtiger Teil sind die autarken Energien, hier insbesondere Photovoltaikanlagen und Brennstoffzellenheizung und zu guter Letzt noch die Energievermarktung, indem wir dezentral erzeugte Energie vermarkten. Heute soll es ja hauptsächlich um die autarken Energien gehen, sprich eher um die Brennstoffzelle und die PV-Anlage. Vielen Dank, Hakan. Ich würde mit der Präsentation weitermachen und möchte Ihnen gern zeigen, warum es sich besonders lohnen kann, eine Erzeugungsanlage zu installieren. Wenn man sich die Strompreise anschaut, seit 2006 bis heute, dann sind die tatsächlich um 61% gestiegen. Also wir merken ja immer, dass das Strom teurer wird, aber tatsächlich wird es noch deutlicher, wenn man sich dazu die Grafiken anschaut, also knapp 4% jedes Jahr, wo der Strom teurer wird. Besonders auffällig ist hier der rote Anteil, also in der Grafik der obere Anteil, der bezieht sich auf die Steuern und Umlagen. Und genau hier setzen auch die Lösungen an. Also wenn man Strom erzeugt und da unter gewissen Größen bleibt, dann ist er eben frei von Umlagen. Und somit kann man sich autark, also seinen eigenen Strom produzieren und das hochwirtschaftlich. Welche Erzeugungsanlage für Sie da die richtige ist, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Ich würde gerne anfangen und Ihnen einen Überblick über das Brennstoffzellenheizsystem verschaffen. Eine Brennstoffzellenheizung besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Nächste Folie, bitte. Genau, Dankeschön. Das unten rechts, also wie wir sehen hier das Brennstoffzellenheizsystem Vitovalor PT2 von Viessmann. Im Grunde sind von den Komponenten die aber alle gleich. Also man hat immer das Brennstoffzellenmodul als Grundlastgerät. In diesem Fall sieht man das hier unten rechts. Bei der Vitovalor-Brennstoffzellenheizung haben wir eine elektrische Leistung von 750 Watt und eine thermische Leistung von 1
kW. Das bedeutet, das ist relativ klein. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, okay, 1 kW thermische Leistung wird vielleicht nicht ausreichen. Das ist aber auch bewusst so gemacht, weil man eben die Grundlast decken möchte. Also man möchte, dass diese Anlage auf Laufzeiten kommt, im Winter wie im Sommer. Und deshalb hat man eben so eine thermische Grundlast, also eine geringe Last, sodass auch im Sommer die zu Laufzeiten kommt, weil dann quasi der Warmwasserbedarf oder der Wärmebedarf natürlich im Haus nur besteht durchs Duschen und Händewaschen und so weiter. Die Stromproduktion von so einem Brennstoffzellenmodul liegt bei rund 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden pro Jahr. Und dadurch, dass man keine Kolben oder keinen hohen Druck oder ähnliches hat, ist quasi durch diesen elektrochemischen Prozess hat man keine Vibrationen, keine allzu großen Geräusche. Also vom Geräuschpegel ist es ähnlich wie ein Kühlschrank. Immer wenn wir mehr Wärme benötigen, wie das Brennstoffzellensystem zur Verfügung stellen kann, also das Modul, dann haben wir ein Spitzenlastgerät integriert. Das ist in diesem Fall ein Vitudensgerät, ein Gasbrennwertgerät also. Abgerundet wird so ein System immer durch einen Wärmespeicher. In diesem Fall ist es ein 220 Liter Edelstahl-Trinkwasserspeicher. Besonderheit bei der Vitovalor-Brennstoffzellenheizung ist der Energiemanager. Der ist mit dem Internet verbunden und kann Ihnen anzeigen, wann Sie gerade Strom produzieren, wann Sie Strom verbrauchen und versucht auch die Laufzeiten in diese Richtung reinzulegen. Also genau. Auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen nun zeigen, was eine Brennstoffzelle besonders effizient macht. Also Brennstoffzellen sind ja im Munde von vielen momentan auch in Richtung Mobilität. Und es liegt eben an dem hohen Wirkungsgrad. Wenn man sich jetzt beispielsweise die Stromerzeugung in einem Kohlekraftwerk anschaut, dann liegt der Gesamtwirkungsgrad auch nach Abzug, auch wenn man Fernwärme auskoppelt, liegt er so bei 35, 40, 45%. Der Brennstoffzellenheizung dagegen, jetzt die Vitovalor, die liegt bei 92% Gesamtwirkungsgrad. Und das liegt an dieser direkten Umwandlung. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise die Stromproduktion in einem Kraftwerk anschauen, im Kohlekraftwerk, dann haben wir die gebundene Energie der Kohle. Die muss dann erst verfeuert werden. Denn das heißt, diese Wärme, die wird dann dadurch wird Wasser erhitzt, Wasserdampf geht dann auf eine Turbine, die Turbine treibt eine Welle an, die Welle treibt einen Generator an, der Generator macht Strom. Also wie wir sehen, wir haben viele Umwandlungsschritte. Und das ist eben das Besondere an der Brennstoffzelle. Man wandelt es direkt um und dadurch hat man eben diese extrem hohen Gesamtwirkungsgrade. Wie schon erwähnt, ist der Gesamtwirkungsgrad bei einer Vitovalor-Brennstoffzellenheizung bei 92%. Das bedeutet, wenn wir 1 Kilowattstunde Erdgas in dieses Brennstoffzellenmodul reingeben, dann können wir daraus 37% Strom erzeugen und 55% Wärme. Durch die ganzjährige Erzeugung kann man den Strom sehr gut selber nutzen und genau, also der erzeugte Strom kann man sehr viel selber nutzen, ohne dass man dann noch ein extra Batteriesystem einsetzen muss. Die Anlage läuft im Sommer wie im Winter, wobei man sagen muss, natürlich im Winter läuft die etwas besser. Durch die direkte Umwandlung und durch die Stromerzeugung vor Ort kann man davon ausgehen, dass man rund 30% CO2 einspart gegenüber einer klassischen Gasbrennwertheizung. Wenn man jetzt zum Beispiel von einer Ölheizung kommt, dann ist der Wechsel schon von Öl auf Gas mit rund 30% weniger CO2 behaftet und somit würde man mit einem Brennstoffzellensystem sogar 60% weniger CO2 emittieren. Außerdem nutzt man bestens die vorhandene Infrastruktur und nutzt diese aber natürlich deutlich effizienter. Grundsätzlich sind wir herstellerneutral. Man muss aber das jetzt sagen, das Brennstoffzellensystem von Viessmann, die Vitovalor PT2, passt sehr gut in die meisten Ein-Zwei-Familienhäuser rein. Wir haben hier eine PEM-Brennstoffzelle, also eine Niedertemperatur-Brennstoffzelle von Panasonic. Die wird auch in Japan gefertigt und in Allendorf bei Viessmann wird quasi alles drumherum gebaut und wird sie auch in den Service und so weiter Zulassung des übernimmt dann Viessmann soweit. Genau, elektrische Leistung hatte ich gesagt, 750 Watt, rund 1 kW thermische Leistung. Das Zusatzheizgerät gibt es in verschiedenen Leistungsgrößen, das muss man immer nach Bedarf auswählen und liegt bei 11 bis 32 kW.
Dadurch kann man auch gut Niedertemperatur, also Fußbodenheizung wie auch Radiatoren bedienen. Man hat durch so ein System keine hohen Anforderungen an das Wärmeverteilsystem, sondern man kann auch bei Bestandsgebäuden die Heizkörper belassen, wie sie sind in aller Regel. Das System ist ein sehr kompaktes, also man hat 120 cm Breite, 60 cm Tiefe und 180 cm Höhe. Bedeutet, von der Größe kann man sich es vorstellen wie so ein doppelt türiger amerikanischer Kühlschrank. Und genau, wir haben den Einbau einer solchen Anlage mit der Kamera verfolgt und ich lade uns ein, das jetzt entsprechend anzuschauen. Im Nachgang gehen wir nochmal auf Fördermöglichkeiten und gesetzliche Anforderungen ein. Brennstoffzellenheizgeräte erzeugen im Unterschied zu normalen konventionellen Wärmeerzeugern neben der Wärme auch noch hocheffizient Strom. Und diesen Strom, den kann ich dann in meinem Gebäude selber nutzen und den Strom, der überschüssig ist, den ich zu viel erzeuge, den ich nicht selber nutzen kann, den speist die Anlage dann ins Netz zurück. Brennstoffzellenheizgeräte und dieses Brennstoffzellenheizgerät im Speziellen hat einen Wirkungsgrad, einen elektrischen Wirkungsgrad, der liegt bei knapp 40% elektrisch. Das heißt, wenn von meinem Erdgas, was ich als Energieträger einsetze, wird dann in elektrischen Strom umgewandelt. Zu den elektrischen Wirkungsgraden kommt dann noch der thermische Wirkungsgrad dazu. Der liegt dann bei 55% in etwa, sodass man einen Gesamtwirkungsgrad für dieses Brennstoffzellenmodul von rund 92% bekommt. Ich bin dann von der Primärenergieeinsparung und von der CO2-Einsparung deutlich besser wie konventionelle Wärmeerzeuger. Diese Brennstoffzelle hat noch den Vorteil, dass sie das baden-württembergische E-Wärmegesetz erfüllt und sie auch noch von der KfW einen Zuschuss bekommt. Die Förderung für eine Brennstoffzelle beträgt ca. 11.000 Euro, wobei sich die splittet 9.300 von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und von der Netzgesellschaft kriegen Sie 1.800 Euro. Neben den einmaligen Förderungen ist natürlich der Effekt der, dass ich über meine eigene Stromerzeugung und den Strom, den ich dann selber nutze, den Strom muss ich anderweitig nicht beziehen. Somit reduziere ich maßgeblich meine Stromkosten, meine Stromrechnung. Wir machen die ganzen Behördengänge. Der erste Schritt beim Kunde ist so, dass wir den Antrag oder den Auftrag für die KfW zuerst kriegen müssen. Das bedeutet, die KfW bestätigt uns, das Gebäude ist förderfähig und dann geht es weiter, sprich der nächste Schritt. Die Heizungsfirma wird eingebunden und wenn die Heizung in Betrieb geht, kommt der Kaminfeger dran. Wir machen im Prinzip den ganzen Ablauf mit Elektriker, Kaminfeger. Wir holen die Netzeinwilligung und so weiter, was man alles dazu braucht. Der Kunde hat im Prinzip die alte Heizung und wenn wir fertig sind, dauert es circa eine Woche, ist die Heizung betriebsfähig und in den Kosten ist alles drin. Und nach dieser Installation findet dann die Inbetriebnahme und die Einweisung des Kunden statt, sodass er auch weiß, wie ist die Anlage dann auch quasi zu betreiben. Selbstverständlich ist so eine innovative Technik heutzutage auch mit einer passenden App ausgestattet. Und insofern kann der Kunde an seinem Handy oder Tablet jederzeit einsehen, wie viel Strom macht die Anlage gerade, was kann selber genutzt werden, was wird eingespeist. Insofern hat er da heutzutage natürlich einen perfekten Einblick in diese innovative Technik. In unserem Angebotspaket ist selbstverständlich ein Vollwartungsvertrag über 10 Jahre enthalten. Und ebenso, und das ist auch das Besondere, eine 10-jährige Leistungs- und Funktionsgarantie, sodass da der Kunde auf der sicheren Seite ist. Die Interessenten kommen ja auf uns zu, entweder weil sie eine neue Heizung benötigen für ihr Bestandsgebäude oder weil sie einen Neubau planen. Und für beide Belange stellt sich der Kunde halt oder der Interessent immer die Frage, ja, welches Heizungssystem ist das Richtige, das Passende für ihn. Und so in der Form beraten wir ihn in Sachen Brennstoffzellen, wo wir aufzeigen können, welche Vorteile hat er mit einem solchen Brennstoffzellenheizgerät im Vergleich zu konventioneller Technik. Wie
Wie Sie gesehen haben, ist der Aufwand, eine solche Anlage zu installieren, in einem ähnlich hohen Aufwand wie eine konventionelle Heizungssystem. Auch wurde im Video schon vorweggegriffen, dass man in Baden-Württemberg besondere Anforderungen hat, wenn man sein Heizungssystem austauschen möchte. Hier besteht die Anforderung, dass man 15% regenerativen Anteil nachweisen kann. Das Besondere an der Brennstoffzellenheizung ist, dass sie dieses E-Wärme-G in der Regel erfüllen können, nur durch das Brennstoffzellensystem. Also man kann verschiedene Systeme kombinieren. Also wenn man zum Beispiel Gebäudehülle dämmt, dann kann man das unter Umständen anrechnen lassen oder eine Photovoltaikanlage. Genau, die Brennstoffzelle wäre eine Möglichkeit, das zu erfüllen. Eine sehr einfache, weil man eben nur diese Anlagentechnik austauscht. Hier gibt es so ein Parameter, die elektrische Leistung, und aus der kann man das dann herausrechnen. Die Faustformel sagt, dass man so rund 280 Quadratmeter ohne Probleme des E-Wärme-G zu 100% erfüllen kann. Wenn man darüber kommt, dann muss man das explizit nochmal nachrechnen oder schauen, ob man noch eine Kombination macht aus Sanierungsfahrplan, PV-Anlage oder sonst ähnlichen Erfüllungsoptionen. Außerdem gibt es für Brennstoffzellenheizungen ein spezielles Förderprogramm von der KfW, das Programm 433, ist ein eigenes Programm für Brennstoffzellenheizungen. Hier ist die Grundförderung 6.800 Euro. Außerdem erhält man 100 Euro pro angefangene 100 Watt, 550 Euro pro angefangene 100 Watt elektrischer Leistung. So. Das bedeutet, man erhält 11.200 Euro. Die 11.200 Euro, die können wir Ihnen garantieren. Das heißt, Sie erhalten die auf jeden Fall, wenn Sie dieses Projekt mit uns angehen. Wir bieten die Brennstoffzelle immer im Gesamtpaket an. Darin enthalten ist natürlich die Anlage, die Installation drumherum, die Planung, die Inbetriebnahme. Wir kümmern uns um die Fördermittel und um den bürokratischen Aufwand Richtung Netzbetreiber, Schornsteinfeger und so weiter. Dafür brauchen wir natürlich gewisse Vollmachten. Außerdem garantieren wir Ihnen die Fördermittel in Höhe von 11.200 Euro. Wir bieten so ein System mit einem 10-Jahres-Funktions- und Leistungsgarantie an, optional auch für das Gasbrennwertmodul. Bei uns haben Sie keine Vorkasse, stattdessen ein verlängertes Zahlungsziel. Das bedeutet, diese 11.200 Euro Förderung müssen Sie nicht vorfinanzieren, sondern Sie bezahlen erst, wenn Sie diese 11.200 Euro von der KfW-Bank erhalten haben. Vorher müssen Sie keinen einzigen Euro vorher an uns bezahlen. Also volle Kostentransparenz und Sicherheit in Richtung von Ihnen. Außerdem bieten wir Ihnen eine provisorische Warmwasserbereitung an. Das heißt, während der Woche Installationsphase bleiben Sie nicht im Kalten stehen, sondern Sie können wie gewohnt weiter duschen und Ihren Warmwasserbedarf decken. So ein Gesamtpaket fängt bei etwa 25.000 Euro brutto an. Abzüglich, also in den Kosten sind die Förderungen bereits abgezogen. Unter Umständen kommt ein Vorsteuerabzug für Sie in Frage. Dann verringern sich die Investitionskosten um die enthaltene Mehrwertsteuer. Wir honorieren freuen uns natürlich über auch Gaskunden von uns. Und wenn Sie unser System mit uns kaufen und Gaskunden bei uns sind, dann honorieren wir das mit vergünstigten Wartungskosten von jährlich 199 Euro brutto. Die Energieeinsparungen finden vor allem auf der Stromseite statt, weil Sie eben den Strom erzeugen und selbst verbrauchen können. Hier kann man so im Schnitt sagen, sind rund 1.000 Euro möglich, wobei das natürlich stark davon abhängt, mit was Sie vorher geheizt haben, wie Ihr Verbrauchsverhalten ist, wie viel Strom Sie selber nutzen können. Genau, aber das ist so eine Größenordnung. Wenn da Interesse an einer individuellen Berechnung besteht, dann haben Sie die Möglichkeit, das auf unserer Homepage zu machen und dann auch direkt Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf unseren Service hinweisen. Wir beraten Sie gerne persönlich, digital, vor Ort oder online. Wir übernehmen die Planung, wir kümmern uns um die Inbetriebnahme, um die ganze Fördermittel, um den bürokratischen Aufwand. Sie haben wirklich keine weiteren Aufgaben, wenn Sie mit uns so ein System installieren. Außerdem bieten wir vergünstigte Wartungskosten für Sie an. Damit bin ich am Ende des Vortrages über das Thema Brennstoffzellenheizung und übergebe jetzt gerne an meinen Kollegen Hakan Bielen, der Sie weiter begleiten wird.
Danke, Timo, dass du uns durch das Thema Brennstoffzelle durchgeführt hast. Wie eingangs erwähnt, haben wir bei den autarken Energien auch neben der Brennstoffzelle die Möglichkeit, mit einer PV-Anlage und einem dazugehörigen Speicher quasi Strom vom Dach von der Sonne zu erzeugen. Doch bevor wir da einsteigen, möchte ich erstmal die Frage beantworten, warum nutzt man die Sonne als Energieträger oder warum kann das Sinn machen? Und zwar liegt da auch schon die Antwort klar auf der Hand. Die Sonne steht uns unbegrenzt zur Verfügung. Silizium ist das zweithäufigste Element auf der Erde. Das ist das Material, aus dem die Module hergestellt sind. Die Auflistung werden Sie jetzt auch gleich auf der nächsten Folie sehen. Des Weiteren können Sie mit der PV-Anlage sauber und emissionsfrei Ihren Strom erzeugen. Das heißt, es wird kein CO2 oder Ähnliches freigesetzt. Außerdem sinken seit Jahren die Preise für die Montage von Solaranlagen. Seit 2006 kann man von einem Preisverfall von ca. 68% sprechen. Warum lohnt sich jetzt eine PV-Anlage auch für Haushalte? Auch hier ist im Endeffekt die Antwort klar auf der Hand. Sie können mit einer PV-Anlage bis zu 40% Ihres Stromes selbst nutzen. Erweitern Sie diese Anlage jetzt um einen Speicher, können Sie bis zu 70% Ihres Strombedarfs selber decken. Alles, was an Strom nicht selber abgenommen werden kann und überproduziert wird, wird ins Netz eingespeist und vergütet, und da sind die Vergütungen für die nächsten 20 Jahre fixiert. Alles in einem können Sie also unabhängiger von Versorgern und Stromkosten werden. Optional können Sie natürlich auch von Stromausfällen geschützt werden. Sie sehen also, für die Haushalte ist das alles ökologisch als auch ökonomisch. Im Folgenden wollen wir Ihnen jetzt auch noch aufzeigen, mit was für Investitionen in etwa zu rechnen sind bei einer PV-Anlage. Dafür haben wir Ihnen eine Tabelle mit beispielhaften Anlagengrößen aufgezeigt. Vorab sei erwähnt, dass wir bei der Erdgas Südwest die Photovoltaikanlagen immer im Gesamtpaket anbieten. Das heißt, von den einzelnen Komponenten über die Planung der Anlage, die Baustelleneinrichtung als auch die Montage und die Installation. Sie sehen hier drei Anlagengrößen. Die kleinste Anlage sollte oder muss mindestens 10 Module haben. Das sind in etwa 3,4 kW Peak. Damit Sie sich das vorstellen können, eine 3,4 kW Peak Anlage kann etwa im Jahr 3400 Kilowatt Strom erzeugen. Eine mittelgroße Anlage hat in etwa 6,8 kW Peak und besteht aus etwa 20 Modulen. Und im Haushaltsbereich ist eine große Anlage, wenn man dann 30 Module hat und etwa 10 kW Peak hat. Das sind, wie gesagt, nur beispielhafte Größen. Dazwischen ist alles variabel. Sie sehen bei den Preisen jetzt, dass eine kleine Anlage in etwa je nach örtlichem Aufwand 6.000 bis 8.500 Euro kostet. Das ist, wie gesagt, abhängig davon, was vor Ort noch an individueller Sonderarbeit möglich ist. Die größeren Anlagen kosten dann zwischen 13.000 bis 15.000 Euro brutto. Möchten Sie das jetzt um einen Speicher erweitern, sind nochmal 6.000 bis 9.000 Euro nötig als Investition. Allgemein kann man sagen, dass sich eine PV-Anlage in einem Zeitraum von 8 bis 12 Jahren vollständig amortisiert haben sollte. Und im Durchschnitt können Sie 10.000 bis 20.000 Euro nach Abzug der Investition mit einer PV-Anlage sparen. Und auch bei der PV-Anlage ist unter Umständen ein Vorsteuerabzug möglich, sodass Sie sich die Mehrwertsteuer zurückholen können. Jetzt noch einen kleinen Überblick über mit welchen Modulen wir als Erdgas Südwest vorrangig arbeiten. Bei den Solarmodulen greifen wir auf den Hersteller IBC Solar zurück. IBC Solar ist ein deutscher Systemlieferant und die Module bieten 25 Jahre lineare Leistungsgarantie. Das bedeutet, dass die Module nach 25 Jahren noch mindestens 80% ihrer ursprünglichen Leistung erbringen müssen. Die Produkte bzw. die Module werden in Deutschland entwickelt und durchlaufen eine 100%ige Qualitätskontrolle. Hat man eine Solaranlage, braucht man auch einen Wechselrichter, der den
erzeugten Strom so umwandelt, dass dieser auch im Haushalt genutzt werden kann. Hier greifen wir auf namhafte Hersteller wie SMA und Fronius zurück, die durch ihre hohen Wirkungsgrade und Bekanntheit bekannt sind. Bei den Stromspeichern greifen wir vorrangig auf den Hersteller BYD zurück. BYD ist einer der größten Hersteller für Batteriespeichersysteme auf der Welt. Die Module haben verschiedene Vorteile, zum Beispiel sind diese modular erweiterbar und überzeugen durch eine hohe Effizienz. Ein weiterer Vorteil einer PV-Anlage ist, dass Sie mit dieser PV-Anlage auch das eWärmeG erfüllen können. Wie mein Kollege eingangs erwähnt hatte, müssen Sie, wenn Sie in Baden-Württemberg Ihre Heizungsanlage sanieren, 15% erneuerbare Energien nachweisen. Das ist unter anderem auch mit einer Photovoltaikanlage möglich. Hierbei ist es abhängig von der Anlagengröße und der Wohnfläche. Die Faustregel ist hier, dass man 0,02 kW Peak pro Quadratmeter Wohnfläche benötigt. Das bedeutet, wenn Ihr Gebäude 150 Quadratmeter Wohnfläche hat, brauchen Sie eine Anlage von 3 kW Peak, um das eWärmeG zu erfüllen. Seit neuestem gibt es in Baden-Württemberg auch Förderungen auf die Batteriespeichersysteme. Hierbei sind förderfähig neu installierte Speicher in Zusammenhang mit einer neu installierten PV-Anlage. Hierbei gibt es ein Mindestinstallationsverhältnis von 1,2 zu 1. Das heißt, um einen 6 kW Speicher voll gefördert zu bekommen, bräuchte man eine 7,2 kW Peak-Anlage. Eine Ausnahmeregelung gibt es hier, wenn Sie auch eine neu installierte Wärmepumpe oder eine neu installierte Wallbox für E-Fahrzeuge installieren. Hier ist das Mindestinstallationsverhältnis dann 0,5 zu 1. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, es gibt keinen Zwang, diese Mindestinstallationsverhältnis einzuhalten. Wir haben Ihnen auch jetzt auf der Folie nochmal rechts eine Beispielrechnung aufgezeigt. Mit beispielhaft einer 6 kW Speicher. Die Förderung fördert nämlich pro Kilowattstunde 200 Euro. Das heißt, wir hätten hier 1200 Euro Förderung auf den 6 kW Speicher, der in etwa 6000 Euro kostet, sodass man in etwa auf 20% Ersparnis käme. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es eine Förderung für Batteriespeichersysteme. Auch hier werden neu installierte Speicher in Zusammenhang mit einer neuen PV-Anlage gefördert. Der Speicher muss dabei mindestens 5 kW groß sein und es werden pro Kilowattstunde 100 Euro gefördert. Dabei ist die Förderung auf 1000 Euro gedeckelt. Auch hier nochmal ein Beispiel anhand eines 6 kW Speichers. Hier würden Sie 600 Euro pro Kilowatt, also 600 Euro für eine 6 kW Speicher bekommen, also eine Ersparnis von etwa 10%. Nun noch, was bietet Ihnen eigentlich die Erdgas Südwest als Partner bei PV-Anlagen? Wir sind zum einen regional vor Ort. Die Anlagen werden nur durch regionale Partner aus Ihrem Umfeld installiert. Wir haben hochwertige Produkte von namhaften Herstellern bei attraktiven Preisen. Des Weiteren kriegen Sie eine persönliche Beratung, entweder telefonisch vor Ort oder auch online. Was wir Ihnen immer versprechen, ist, dass es keine versteckten Kosten gibt. Das heißt, wenn wir Ihnen ein Angebot machen und das alles aus einer Hand kommt, können Sie sich auch sicher sein, dass da im Nachgang mit keinen weiteren Kosten zu rechnen sind. Nun möchten wir uns jetzt noch anschauen, wie sich die verschiedenen Autarkiequoten der verschiedenen Systeme darstellen lassen. Sie werden jetzt in dem Schaubild sehen, in Gelb ist der standardmäßige Strombedarf eines Haushaltes. Sie sehen, am Morgen ist der Strombedarf etwas höher, wenn man sich zum Beispiel zur Arbeit fertig macht, die Kinder zur Schule schickt. Der Strombedarf wird dann über den Mittag etwas sinken und am Abend dann wieder steigen. In Grün sehen Sie jetzt die Produktion der PV-Anlage über den Tagesverlauf. Da sehen Sie, dass gerade über die Mittagszeit die Stromproduktion am höchsten ist. Die Differenz zwischen Eigenbedarf und Produzierung würde dann ins Netz eingespeist werden.
Nimmt man jetzt den Speicher dazu, kann man die überproduzierte Menge im Speicher einlagern, sodass man den dann am Abend, wenn der Bedarf an Strom wieder hoch ist, dass man den dann nutzen kann. Mit einem Speicher können Sie also in etwa 70% autark von Ihrem Stromanbieter werden, ohne Speicher in etwa 30%. Genau, im nächsten Schaubild sehen wir denn das gleiche Standard-Lastprofil mit einem Brennstoffzellensystem als Erzeuger, als Stromerzeuger. Hier sieht man eben sehr schön, dass das eben keine witterungsgeführte Technologie ist, sondern eine wärmegeführte. Also die Stromproduktion findet dann statt, wenn auch die Wärme ins abgegeben werden kann. Die Grundlast beim klassischen Einfamilienhaus liegt so zwischen 300 und 500 Watt. Die Brennstoffzelle macht die 750 Watt. Somit ist von der Stromnetzunabhängigkeit, also Autarkie, von rund 70% auszugehen. Wenn man nun eine Photovoltaikanlage mit einer Brennstoffzellenheizung kombiniert, dann kommt man in den schönen Genuss, dass man sehr viel Strom produzieren kann, indem man auch sehr viel selbst nutzen kann. Man hat also als Grundlastgerät die Brennstoffzelle, die im Winter etwas mehr Strom macht wie im Sommer, und die PV-Anlage, die eben sehr gegenläufig arbeitet. Wenn man dazu dann noch ein Batteriesystem hängt, dann ist das auch wirklich so das Nonplusultra, wenn es um Autarkie geht. Und dann sind Autarkiequoten von 90% absolut üblich. Wenn Sie nun Interesse haben an einer Beratung oder weitere Informationen haben möchten, dann empfehle ich Ihnen gerne unsere Homepage erdgas-südwest.de oder unsere eingeblendeten Nummern. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail schreiben. Ansonsten sind wir mit unserem Vortrag für jetzt soweit durch, würden uns 2 Minuten zurückziehen, kurz die Fragen vom Kollegen einholen und melden uns in Kürze wieder. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank fürs Warten und fürs Zuschauen bis jetzt. Wir würden anfangen mit den Brennstoffzellenfragen. Hier war die erste Frage: Erhöht sich mein Gasverbrauch? Tatsächlich ist natürlich die Stromproduktion, also der Strom aus der Brennstoffzellenheizung, der kommt natürlich nicht einfach so, der kommt natürlich aus dem Erdgas. Meine Erfahrungen oder unsere Erfahrungen sind aber die, dass man natürlich durch die neuere Technik und durch den hydraulischen Abgleich natürlich irgendwo einen CO2-Gaseinsatz einsparen wird. Die Stromproduktion dem natürlich ein bisschen entgegenläuft. Da ist so unsere Erfahrung, wenn man jetzt zum Beispiel eine Niedertemperaturheizung vorher hatte, eine ältere Heizung, dass der Gasdurchsatz in etwa der gleiche bleibt, sogar ein bisschen weniger wird mit einem Brennstoffzellenheizsystem. Aber der Spareffekt von einer Brennstoffzelle liegt überwiegend auf der Stromseite. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Also Gas kostet so rund 6, 7 Cent die Kilowattstunde und Strom kostet 28, 32 Cent die Kilowattstunde. Also so rund 5-mal so teuer wie Strom. Und das ist eben das Interessante. Müssen wir das Gas bei Erdgas Südwest kaufen? Wir haben da keine Verpflichtung. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie Ihr Gas bei uns beziehen. Honorieren das auch mit vergünstigten Wartungskosten. Es gibt aber keine Pflicht, das bei uns zu beziehen. Dann ist bei der Brennstoffzellentechnik eine Notstromversorgung gewährleistet? Es ist so, das Gasnetz an sich bleibt theoretisch in einem Notstromfall stabil. Also dadurch, dass der Gasdruck durch Gasmotoren stabil bleibt, würde selbst bei einem Spannungsabfall in ganz Deutschland das Gasnetz erstmal ein paar Tage stabil bleiben können. Das Problem ist aber, man darf nicht mit einer Erzeugungsanlage, das betrifft eine Photovoltaikanlage genauso, in ein offenes Netz einfach einspeisen. Das funktioniert nicht. Also angenommen, da wäre ein Kabelmonteur draußen, dann würde der eine gewischt bekommen, wenn man da ins offene Netz einspeist. Aus dem Grund muss man da einen Adapter, einen NA-Schutz, Netzabschaltungsbox dazu bauen. Was aber bei einem Notstromfall immer notwendig ist, ist ein Batteriesystem. Bei der PV-Anlage hat man das oft dabei, deswegen kann man auch so einen NA-Schutz gut noch mit anbauen. Bei einer Brennstoffzelle wäre das auch möglich, aber man braucht eine Batterie und einen externen NA-Schutz. Also standardmäßig ist das nicht dabei. Theoretisch lässt sich das entsprechend aber aufrüsten.
Kann man mit einer Brennstoffzelle auch eine Wallbox versorgen? Selbstverständlich, Strom ist Strom, ob der in ein Auto fließt oder in den Backofen, das ist erstmal egal. Man muss allerdings ein bisschen bedenken, dass natürlich der Ladestrom, also man hat hier 750 Watt, doch relativ gering ist. Also wenn man sich eine kleinere Wallbox anschaut, dann hat die ja in der Regel 11 kW, also 11.000 Watt. Jetzt haben wir hier 750 Watt mit der Brennstoffzellenheizung. Der Fokus liegt hier eher auf der Deckung der Grundlast. Aber selbstverständlich lässt sich ein Auto auch über ein Brennstoffzellenheizsystem laden. Da müsste man vielleicht eher überlegen, den Ladestrom dann von der Wallbox nochmal runterzunehmen. Genau. Das wären die Fragen gewesen. Dann übergebe ich gerne an Hakan. Danke, Timo, für die Beantwortung der Fragen bezüglich der Brennstoffzellenheizung. Auch bei der PV-Anlage haben uns Fragen erreicht. Die eine ist zum Beispiel, bieten Sie auch E3-DC-Stromspeicher an? Die haben wir nicht im Portfolio. Wir können Sie aber trotzdem gerne über unsere Produkte beraten, die dem eigentlich im Nix nachstehen. Dann ist noch eine Frage, muss ich meinen Strom bei Erdgas Südwest beziehen, wenn ich eine Photovoltaikanlage bei Erdgas Südwest kaufe? Auch hier, nein, Sie müssen das nicht tun. Klar freuen wir uns und bieten da auch Anreize über unsere Tarife an, aber Sie sind prinzipiell frei in der Wahl Ihres Stromanbieters. Das waren auch schon die Fragen auch zu der PV-Anlage. Wir bedanken uns, dass Sie uns heute zugehört und zugeschaut haben. Und falls noch Fragen offen sein sollten oder im Nachgang aufkommen sollten, melden Sie sich gerne. Dankeschön und schönen Abend. Dankeschön.